Ist das hier der beste Kaffeeduft? Also meiner Meinung nach ist er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit oben dabei. Aber mehr nach dem Intro. Mein Name ist Jano, ihr schaut CXSense. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute reden wir über The Other Side of Oud von Atkinson. Dieser Duft, ja, die Flasche ist übrigens, also hier, das Ding, das goldene Ding ist da so ein bisschen abgefranst. Nee, das ist auf dieser Seite. Das geht ja überall lang, Alter. Das sehe ich ja erst jetzt. Auf jeden Fall, die Flasche ist da unten ein bisschen Schrott, aber das lenkt uns jetzt mal nicht vom Geruch ab. Weil dieses Zeug ist für mich eines der besten Kaffeedüfte, wenn nicht sogar der beste Kaffeeduft, den ich bis jetzt getestet habe. Wenn ihr euch ein bisschen mit Nische beschäftigt habt, beziehungsweise mit Nischendüften, dann kennt ihr die Marke Atkinsons wahrscheinlich, aber dann kennt ihr sie eher für His Majesty the Oud oder Oud Save the King, Save the Queen, das alles, ne? Das sind auch relativ gute Düfte, aber ich glaube sogar, ich würde jetzt ganz frech behaupten, dass das der beste Duft von denen ist. Oh, wenn ich das Ding schon rieche, Alter. Es ist ein Kaffeeduft, aber er macht Kaffee, er perfektioniert ihn in meiner Meinung nach. Er ist sehr würzig, was man eigentlich gar nicht so für Kaffeedüfte kennt. Du hast Ingwer, Kardamom und Zimt oben in der Topnote. Also eine ganz leichte Frische von dem Ingwer, aber auch nur ganz leicht. Das kommt am Anfang, wenn du es aufsprühst. Das in Kombination mit Kaffee und einem leichten floralen Touch, weil da ist noch Kaffeeblüte und ich glaube Rosengeranie drin. Also dieses ganz leichte Blütige gibt es noch mit dazu. Das gibt dir einfach so einen Vibe. Du kannst dir das so vorstellen, du hast einen Kaffee bestellt oder etwas in die Richtung, ich weiß gar nicht, gibt es einen Begriff dafür, so ein Kaffee mit so... Stell dir ein Cappuccino vor, wo du den Schaum noch oben hast und darüber wurde so ein Zimt gestreut. So in diese Richtung. Das heißt, du hast das Ganze mit geröstetem Kaffee. Also es ist nicht nur einfach so ein süßer Kaffee, sondern es ist gerösteter Kaffee mit den würzigen Noten, die ich gesagt habe. Und in der Basis hast du Vanille, Moschus und nochmal was leicht Hölziges, weil hier ist auch noch Oud mit drin. Auch der Name, The Other Side of Oud. Also Kaffee, Oud, Vanille mit Gewürzen. Ich meine, come on, das hört sich doch schon alleine geil an. Also für den Winter, für Herbst und so, top Duft. Also wirklich top, top. Wenn ihr einen Kaffee, einen gerösteten Kaffeeduft sucht, der nicht so riecht wie jeder andere Kaffeeduft. Weil ich finde, das, was die meisten Kaffeedüfte falsch machen, ist einfach, dass der Kaffee nicht so, entweder nicht gut verarbeitet ist oder nicht weit genug im Vordergrund steht. Und hier ist der hat den perfekten Ausgleich aus beidem. Du riechst den Kaffee raus. Der ist perfekt verarbeitet und der ist noch so gut da, dass das nicht dominiert, aber dass es auch nicht zu weit im Hintergrund ist. Es ist einfach ein richtig geiler Mix. Sagt mir mal unten in den Kommentaren, mögt ihr Kaffeedüfte und was euer Favorite? Das würde mich echt interessieren, weil ich bin immer auf der Suche nach neuem Zeugs und wenn ihr mir einen richtig geilen Kaffeeduft empfehlen könnt, ich bin gerne offen dafür. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, benutzt einfach diesen Handle oder der Link unten in der Beschreibung. Da eine DM, das würde mich auch mal sehr interessieren, was ihr so gerne an Kaffeedüften trägt. Kommen wir zur Performance. Haltbarkeit, easy 8, 9 Stunden, so um den Dreh. Also da ist keine Frage, bei so einem, einer deepen DNA und vor allem, ich glaube, ohne Parfum-Konzentration, ja, ohne Parfum, ist das hier auf jeden Fall, ich sag mal, das Mindeste. Projektion am Anfang recht laut. Wird dann aber ein bisschen sanfter, was das Ganze nochmal, was dem Ganzen nochmal so eine gewisse Eleganz gibt. Und ich finde, das ist perfekt. Also wirklich die Performance von dem Zeug ist perfekt. Es ist lang anhalten, es ist nicht zu laut, weil ich glaube, mit der Würze und dem hölzigen Oud und so weiter, alles drum und dran, wenn es so projizieren würde wie in Dior Sauvage damals, ich glaube, da würde jeder um dich herum Kopfschmerzen kriegen. Und so wie es projiziert, ist einfach perfekt. Es sorgt nicht für Kopfschmerzen, du wirst trotzdem gerochen und Leute verlieben sich in diesen Duft. Also wirklich, es gibt, ich sag mal, zwei Seiten dazu. Es gibt einmal die Leute, die das komplett ignorieren und es gibt die Leute, die sich darin verlieben. Das ist halt wirklich so eine extreme Wahrnehmung von diesem Duft. Das ist auch der einzige Feedback, den ich davon bekommen habe. Also hierfür. So, und es ist halt auch ein bisschen, also ich weiß gar nicht, wie man das auf dem Deutschen sagt. Es ist, also im Englischen sagt man transportive. Der bringt dich quasi so an diesen... wie ich das am Anfang gesagt habe, so wenn ihr so an einem Café sitzt mit dem Cappuccino und da ist ein bisschen Zimt drüber gestreut, dann habt ihr da so, sagen wir mal, ihr sitzt draußen auch, dann habt ihr da so, ein Blumenbouquet mit so ein bisschen Rose da drin und so weiter. So, es ist, riecht einfach genauso und kannst dir eins zu eins vorstellen, wie dieses Café aussieht, wie es da riecht, wenn du diesen Duft hier riechst. Und der ist definitiv ein Test wert.
Was genau der kostet, weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, ich würde mal schätzen, so um die 100 Euro, 100 bis 120 Euro für 100 Milliliter ist total worth in meinen Augen. Also das lohnt sich unnormal, vor allem für die Qualität, die du geboten kriegst, für den Duft DNA und für die Performance, alles drum und dran. Das Gesamtpaket, das stimmt einfach. Natürlich solltet ihr ein bisschen vorsichtiger mit euren Flakons umgehen und nicht, dass das so endet. Aber wenn ihr darauf Acht gibt, dann sollte sowas nicht passieren. Und da habt ihr auf jeden Fall einen Duft, der auf jeden Fall einer der besten Kaffeedüfte auf dem Markt ist, meiner Meinung nach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, Abo, all das gute Zeugs. Ich war Gianno, ihr wart wunderbar wie immer. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein.